So, hallo und herzlich willkommen, auch wenn momentan der Star Wars Dezember läuft. Natürlich gibt es trotzdem die Luchess Plus Unboxing, nachdem das gelbe Unternehmen es heute endlich geschafft hat, sie bei mir abzuliefern. Andere hatten sie ja schon 2-3 Tage früher. Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon ohne Zeit zu verlieren. Ich drehe sie euch um. Auch diesmal stehe ich hier wieder 0,9 Kilogramm. Dann machen wir mal auf. So. Natürlich ziehe ich blind. Dann haben wir hier von Hot Wheels aus Arkham Knight das Batmobil von Hot Wheels. Die sammle ich jetzt mal nicht. Das wird wohl ein Geschenk für einen sich freuendes Kind dann. Dann haben wir hier das Lootbook für Dezember. Hier mal von außen. Mehr zeige ich nicht. Wir wollen uns ja nicht spoilern. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar haben wir hier The Inner World FSK 6. Und da würde ich sagen, dass die Weihnachts-Loot-Chest ist, nehme ich diesen Code und zeige ihn euch. Und wer dann als erstes kommt, den gehört dieser Steam Code. Wie ihr seht, hier schon ein paar Bilder und hier haben wir den Code. Also wie gesagt, wer zuerst kommt, der mal zuerst. Das ist ein Steam Code, da könnt ihr euch das Spiel runterladen. Viel Spaß dabei, sage ich, und schon mal jetzt ein kleines bisschen im Voraus frohe Weihnachten. Dann machen wir hier mal weiter. Dann haben wir hier ein T-Shirt. Das packt man natürlich auch gleich aus. Die Verpackung wandert ins schwarze Loch. Na, ich sehe da schon was, So. Okay. Es ist wieder ein Crossover-T-Shirt. Und zwar, wer es noch nicht erkannt hat, das ist der Helm des Master Chiefs. Und diese beiden, ja, dieses Patch und diese Beschriftung sind aus einem Film, und zwar aus Full Metal Jacket, wer den nicht kennt. Ich finde den Film toll, klasse. Und es ist ein schönes Crossover. Das T-Shirt hätte vielleicht schwarz sein oder olivgrün sein können, aber ist ja egal. Es ist ein graues, ui, nicht reinschauen. Ich habe gesagt, nicht spionieren. Wieder ein T-Shirt mehr in meiner Sammlung. Dann machen wir hier mal weiter. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch ein T-Shirt. Das packen wir auch gleich aus. Also dieses Monat 2 T-Shirts, weil Weihnachten ist. Ich sage ja immer 15 Euro pro T-Shirt. Also haben wir hier schon 30 Euro. Also ist die Luchess Plus schon wieder wert. Natürlich, das dürfte nicht fehlen, wenn ich das so sehe. Ein Star Wars Shirt, und zwar Imperial Academy Pilot Institute Coruscant. Also eine Pilotenakademie auf Coruscant. Auch nicht schlecht. In schwarz, das werde ich auf alle Fälle anziehen. Haben wir schon 2 T-Shirts, dann machen wir hier mal weiter. Ich fülle eine Dose, und zwar ein Star Wars Space Punch mit Yoda drauf, Collectors Edition Number 2, und es ist auch Pfand drauf. Also ihr könnt auch die Dosen, wenn ihr sie nicht wollt, wieder abgeben. Da sind 25 Cent Pfand drauf. Dann haben wir hier 0,355 Liter, also das amerikanische Maß. Haltbar ist das Ding bis 10/2017. Dies ist diesmal kein Energy Drink, da steht ohne Koffein, also wahrscheinlich irgendein Fruchtgetränk. Gut, weiter geht's. Ich habe gemerkt, da ist noch was drin. Und zwar haben wir hier ein, ja, passend, Star Wars Comic. Start des neuen Star Wars Comic Magazins von Panini Comics. Hier haben wir Skywalker schlägt zu.
etwas geknickt oben, aber macht nichts. Dann haben wir hier die Taschenbücher, die man noch kaufen kann. Drauf einige Details, einige Beschreibungen, also sonstige Artikel sind auch drin, sehe ich gerade. Hier. Und hier schön illustriert und auch sehr schön gezeichnet. Das Star Wars Comic. Preis steht da 5 Euro drauf. Dann habe ich gesehen, gibt es hier noch was. Das war's. In Luchest war das ins schwarze Loch, die Box. Wir haben hier eine Tinbox. Die ist leer. Da könnt ihr euren zukünftigen Loot oder auch Schulpausenbrot reinmachen. Und zwar haben wir hier den Incredible Hulk bekommen. Mal schauen, ich denke mal, da wird es auch mehrere geben. Das klären wir jetzt doch einfach gleich mal im Loot-Chest-Book für Dezember. Hier wie immer die normale Einleitung. Bla 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 bla. Wir machen das mal ein bisschen schneller. Future Channel, die alten Herren haben wir hier. Und Future Looter ist der Big Mike. Dann haben wir hier eine Nixon-Werbung. So, dann haben wir hier das Imperial Academy T-Shirt, 15 Euro. Würde ich sagen, kommt hin. Dann haben wir hier eine Marvel Tinbox. Es gab Spider-Man, Iron Man, Captain America. Also mir wäre Captain America lieber gewesen. Aber was soll's, hier haben wir den Hulk. Dann haben wir hier die Batman Collectible Car. 7,95 für Hot Wheels, glaube ich, normaler Preis, wenn ich mich nicht alles täusche. Da gab es auch 6 verschiedene. Wenn ich das so sehe, gab es hier auch den aus der Originalserie. Der wäre mir eigentlich lieber gewesen, aber naja. Das Star Wars Comic 4,95. Auf dem Comic steht selber 4,99. Also, jawohl, kann hinkommen. Dann haben wir hier natürlich noch Star Wars Punch. Okay, da gab es einige. Da gab es Darth Vader, Chewie, Stormtrooper, Darth Maul, C-3PO, R2-D2 und General Grievous. Also wie ich jetzt da auf den Bildern erkenne. Dann The Inner World, das PC-Spiel kostet normal 20 Euro. Also ihr habt hier, wenn ihr den Code einlöst, von mir 20 Euro bekommen. Dann das Plus-Item war das zweite T-Shirt. Ein Crossover zwischen Halo und eben, würde ich sagen, war Full Metal Jacket. Dann, wie immer, diesen Code kriegt ihr natürlich alle. Oder besser gesagt, auch der, der am schnellsten ist. Ich weiß nicht, ob der einmal oder zweimal zählt. Ich bin auf der Seite nicht. Ich mache alles über Steam. Also hier für Randy. Run.com 10 Euro 10%, Entschuldigung. Dann hier Lioncast Werbung, sichert euch 10% Rabatt, auch hier bekommt ihr den Code, der Code ist Loot-Chest. Dann die Rocket Beans Werbung. Dann auf den Arc Server dürft ihr natürlich auch, da heute Weihnachten ist, also heute ist noch nicht Weihnachten, aber dieses Monat ist die Weihnachtsloot heute. Dürft ihr auch, also diesmal alle Codes, die dabei sind, für euch. Hier könnt ihr dann auf die Loot Chest schauen, auch jetzt als App. Und dann sage ich schon wieder Dankeschön, bedanke mich fürs Zusehen und sage natürlich bis zum nächsten Mal und vergesst die Bewertung nicht.